Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Licht und Finsternis. Ja, Freunde, oh Gott, was letztes Mal wieder passiert ist. Warum muss Taya so am Rad drehen gerade? Wir haben uns gerade so schön eingespielt auf alles und jetzt muss die vollkommen durchdrehen. Aber Freunde, eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen oder mir eingefallen beim Gucken bei meinen Notizen. Ich habe was vergessen, was ganz, ganz Wichtiges. Und das zeige ich euch jetzt. So, guck mal doch mal. Ich habe da so eine Befürchtung. Und? Oh mein Gott! Freunde, ich hab's gewusst. Ich hab was vergessen. Ja, hier der Reisende. Ich hab gewusst, irgendwo muss ich was ausgelassen haben. Wieso habt ihr da nichts gesagt? Na gut, vielleicht habt ihr das ja. Ich hab's nur noch nicht gelesen. Jedenfalls, da ist er. Ich bin extra nochmal 4 Speicherstände zurückgegangen. Ich muss die andere Szene alle nochmal machen gleich. Oh, hier ist er. Meine Güte, den hätten wir vollkommen vergessen. Ich dachte, bei dem See, wo wir hin müssen, ist der Kerl. Wie auch immer. Du hast mich also gefunden. So, nimm diese Belohnung. Schattenpeitsche, na die kann ich wirklich brauchen, klasse! Lausche meinen Worten gut, denn ich werde sie nur einmal sagen. Seidel, ich gucke das Video nochmal an. Unter Unmengen von Wasser liegt ein Tempel. Das ist mein nächstes Ziel. Folge dem Weg, den dir der Krakenarm weist. Und du wirst mich finden. Okay, also der Kerl ist wirklich genau dorthin unterwegs, wo wir auch hin wollen. Moment, das muss ich mir schnell mal wieder in meinem schlauen Notizbüchelchen notieren. Wo ist der Reisende? Da ist der Reisende. So. Unterwassertempel. Und hier. Was hier? Tempel. Krakenarm folgen. Krakenarm folgen. So. Wundervoll. Bye bye. Oh Gott. Und wir sehen uns gleich. Ja, Freunde. Stellt euch vor, das hätten wir jetzt ausgelassen. Den Kerl hätten wir niemals wieder gesehen. Ich war wirklich der Meinung, dass es erst bei dem Wassertempel, bei diesem Unterwassertempel wäre. Naja, Seerose halt, ne? Na. Wie auch immer, wir wissen, wo wir als nächstes hin müssen. Und wir müssen durch die Wüste. Aber er hatte natürlich recht, was die Gegenstände angeht. 3 Sprengfässer sind vielleicht nicht unbedingt genug und deswegen kaufen wir jetzt noch mehr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. So. Und noch 2 leere Flaschen. 3. Weil sie so günstig sind. Ich speichere nochmal. Und ja, reden wir nochmal mit der Frau, weil die wollte uns doch eigentlich den richtigen Weg geben. Vor langer Zeit soll eine Sekte im Unter... Ja, das wissen wir schon. Niemand konnte sie erreichen, musste auch nicht unsere Ziele verfolgen. Doch von einem Tag auf den anderen verschwand die Sekte spurlos, als hätte sich der Erdboden aufgetan und sie einfach verschluckt. Ja, und? Hab ich schon wieder was übersehen? Ja, den brauchen wir nicht. Das war der Händler da unten, von dem haben wir schon ein Quest. Ausgeruht haben wir uns schon. Und ja, die schicke Peitsche habe ich schon ausgerüstet übrigens. Die ist zwar ein bisschen, Moment, ein klein wenig schwächer als die Dornenpeitsche und die Amethystpeitsche. Aber ich denke, Schwäche ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Gratis, ne? So obendrauf. Ich bin mir sicher, was haben wir denn hier eigentlich noch? Bernsteinschwert. Das ist halt viel, es wäre halt bestimmt nicht schlecht. Obwohl, nee, Quatsch. Bernstein ist ja das Element, gegen das die nicht empfindlich sein werden. Deswegen ist der Bernsteinpanzer gut hier. Ich poke einfach mal, dass sie auf Amethyst anfällig sind. Dann wäre das hier eigentlich meine beste Wahl, ne? Okay, wisst ihr was? Wir bleiben mal bei der Amethystpeitsche. Nur um es mal auszuprobieren. Und jetzt wird es Zeit, dass wir losbrechen in das aufbrechen in das Los, in die Wüste gehen. So. Wobei, ich habe gerade gesehen, da stehen 2 Gestalten, mit denen ich noch nicht geredet habe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ich glaube, ich stehe im Sandwald. Gestern ist etwas Ungewöhnliches passiert. Ein Händler wollte mir tatsächlich einen Wucker abkaufen. Und hast du den Wuck verkauft? Ja, der Händler hat mir ein sehr großzügiges Angebot gemacht.
Normalerweise machen die Sesshaften doch einen großen Bogen um die Wuchs, weil die Kirche, weil der Kirchenort sie als Monster eingestuft hat. Naja, wenn das ein Wuck ist, dann kann ich sie verstehen, so ein bisschen, oder? Deswegen habe ich mich auch so gewundert. Aber der Händler hat den Wuck auch nur im Auftrag von jemandem namens Hudson gekauft. Moment mal! Moment mal! Waren das nicht diese Dämonen, wenn ich mich recht entsinne? Helft mir auf die Sprünge, Freunde, wenn ihr das gerade wisst. Hießen so nicht diese einen Dämonenhändler? Nette Referenz. Nette Referenz. Der Händler meinte, er würde später vielleicht sogar noch mehr Wuchs benötigen. Die Frage ist, wofür? Ja gut, die Viecher sehen schon so aus, als könnten sie in der Unterwelt gut ansässig sein. Da seid ihr bestimmt gut aufgehoben. Aber gut, das ist jetzt die Frage. Ab in die Wüste, Freunde. So, wir haben alle Richtungen zur Auswahl, ne? Zuerst nach links. Eine Kiste! Kiste! Komm her! Handelswaren. Ah, das ist die Kiste. Sehr gut. Ich würde sagen, wir sammeln die zuerst ein, weil ich habe so das Gefühl bekommen, eine mächtige Peitsche. Also eine, die uns was bringen könnte hier. Vermute ich jetzt mal. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich habe was verpasst. Wow, ein Wüstenlöwe. Und einer dieser Strudel. Aber wisst ihr was? Probieren wir doch einfach mal aus, gegen was das Volkchen hier anfällig ist. Natürlich sind es zwei. Oh, und schwach sind sie auch nicht gerade. Einmal draufhauen für jeden. Okay. Ha. Das ist jetzt die Frage. Also, Tarja. Tiram hat einen deutlich höheren Angriffswert als Tarja. Ha. Das müssen wir doch glatt mal ausprobieren. So. Wie anfällig seid ihr dagegen? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Du haust mal weiter drauf. Und Tarja wird zaubern, weil sie den größten Z-Angriff hat. Was haben wir denn noch Schönes? Was haben wir denn noch Schönes? Schlaflied? Nein, aber das hier wird doch ordentlich was bringen dieses Mal, oder? Aber sicher! Bitte steinigt mich nicht, Freunde. Ich habe schon wieder vergessen, was Rost ist. Das ist unfassbar. Ich kann es mir nicht merken. Ich weiß nicht, warum. Ja, doch, ich glaube, ich weiß warum. Weil Rost, ganz im Ernst, ich würde behaupten, dass dieses Game ja das einzige ist, das diesen Statuswert hat, oder? Wenn es noch ein anderes Game gibt, das einen Status namens Rost beinhaltet, haut's mir bitte in die Kommentare runter. Das würde mich sehr interessieren, welches Game das bitte sein soll. So, was haben wir hier? Bernstein. Wir probieren es einfach mal. Okay, das war eigentlich zu erwarten. Ja, das war sehr zu erwarten. Wie dem auch sei. So viel könnt ihr auch nicht mehr aushalten. Hoffe ich. Ja, oh, Tarja muss geheilt werden. Nicht so gut. Die Gute sammelt jetzt nämlich erstmal. Und dann schauen wir weiter. So, Tiram. Dum di di, di dum di di, di dum di di, du di du du du. So, okay. Dann mach mal schön weiter, Mädel. Also nicht mit Bernstein zaubern. So viel steht fest. Schwarze Flamme. Vielleicht sind sie dagegen empfindlich. Empfindlich her zumindest. Das ist schon mal ganz gut. Tiram, mach schön so weiter. Na gut, jetzt so viel zieht er jetzt damit auch nicht mehr ab. Ach. Ich mag die Kampfmusik. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, oder? Mit Sicherheit. Ist einfach cool. Wenn wir beim Thema sind, was ist denn eure Lieblingskampfmusik? Egal aus welchem Game. Action-Game, RPG, Maker, Non-Maker, völlig egal. Haut's mir in die Kommentare runter, würde mich echt interessieren. Und vielleicht sogar, wie der Track heißt. Haut's alles runter. Bin sehr gespannt. Okay, weiter geht's. Heilung erstmal. Sicher ist sicher. Denn wer weiß, auf was für groteske Viecher wir sonst noch so stoßen bald. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass wir hier auch noch gegen einen Sandwurm richtig kämpfen müssen. Und zwar außerhalb unserer awesome, Macbeth-ass-mäßigen Dämonengestalt. Also ich fand das schon cool, Freunde. Diese letzte Szene letztes Mal hat mir gut gefallen. So.
Wir sollen eine Runde draufprügeln für alle. Aua. So. Und weitermachen. Dann haben wir den nämlich auch gleich hinter uns und können noch ein bisschen weiter erforschen. Denn ich bin sehr gespannt, was wir hier noch so zu sehen kriegen in der Wüste. Aus Wüsten kann man sehr viel rausholen. Obwohl ja nicht so viel drin ist in den Wüsten. Zumeist, ne? Aber da bin ich gespannt, was Calvin uns so zeigt jetzt noch. So, sollen wir mal in den Stuhl hüpfen? Hehe, ich glaube, wir probieren es einfach mal. Hup. Well, ich sehe dich. Was ist das? Erstmal das da. So. Bruchwurfdolch. Ah, okay. Das ist auch wieder ein Gegenstand für die Kämpfe. Was will es von uns? Ich glaube, er möchte die Kaktusfrucht. Na, so ein Zufall, dass wir eine haben. Wer weiß, was die wert ist. Er möchte sie aber anscheinend gegen andere Dinge eintauschen. Oh, gegen was möchtest du eintauschen? Ja, cool. Heilknolle, Purpurschimmel, Blauknolle. Erstmal nichts. So. Denn wir gucken in dem Fall erstmal an, was die kann, weil das haben wir ja noch nicht. Schockkristall, wo ist es? Wo ist es? Kaktusfrucht. Bin ich schon einmal durch? Fast. Okay, dann ist es ein Handelsgegenstand. Sprengfass, Handelsware, Kaktusfrucht. Meine seltsame kaktusförmige Frucht. Gut, dann ist die dafür da. Auch gut. Moment. Heilknollen. Wie viel kriegen wir denn von Heilknollen? Das waren die großen, oder? Die starken Heilgedönte. 200. Ja, die nehme ich. Genau, die nehmen wir. Die können wir immer brauchen. Obwohl wir noch nicht so viele benutzt haben, ne? Heilknolle. So. Was macht Purpurschimmel nochmal? Gott, ich bin so vergesslich, es ist nicht auszuhalten. Purpurschimmel. Energie plus 6. Dann nehmen wir auch eins. Und nochmal eine Heilknolle. Purpurschimmel. Und mehr haben wir nicht. Stimmt. Okay, gut zu wissen. Ich denke, das war okay so. So, hier weiter. Und noch eine Kiste. Oh, ich glaube, ich habe es zum Aufsprengen gefunden. Habt ihr es gesehen, Freunde? Ich bin mir ziemlich sicher, du siehst verdächtig aus. Ja, nice. Und das Amethystziegel. Nix wie zurück. Freunde, ihr wisst ganz genau, wo wir jetzt hinrennen. Schnell zurück. Ist mir völlig Wurst. Moment, wir spickeln mal, ob vielleicht irgendwo noch eine Handelsware rumliegt. Hier nicht, aber noch eine Kaktusfrucht. Dann machen wir gleich alles auf einen Rutsch. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. Okay, hier ist nur ein Löwe, gegen den kämpfe ich noch nicht. Moment, aber da ging es links weiter. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. So. So viel Zeugs zum Einsammeln ist ja der heide Wahnsinn. So, dieses Loch erforschen wir auch gleich noch. Und diese Höhle auch. Meine Güte, wir kriegen hier einiges zu sehen. Das ist ja richtig cool. Schlafspore. Hätte ich nicht erwartet, dass wir doch so viel jetzt hier zu sehen bekommen. Kaktusfrucht. Und wieder nach rechts. Noch ein Löwe. Ich habe übrigens nicht gelesen, wie die Gegner heißen. Noch eine Kaktusfrucht. Nice. Super. Okay. Wo ist die letzte Kiste? Ah, da nicht. So, schnell an dem Löwen vorbeischleichen. Hoffentlich klappt das so, wie ich es mir vorstelle. Oh, ein schönes Rätsel noch. Das machen wir auch gleich. Gleich. Ist eine sehr gediegene Musik, muss ich sagen, dafür, dass wir in der Wüste sind, oder? Eigentlich finde ich, dass es immer ein bisschen was... Gott, wie heißt das jetzt? Wie soll ich das nennen? Auf Englisch heißt eerie. Also alle, die was mit dem Begriff anfangen können, so sehr, sehr geheimnisvoll und mysteriös und bedrohlich, so im Hintergrund so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Oder? Oder sehe ich das falsch? Schreibt es in die Kommentare runter. Diskutieren wir ein bisschen. Wenn ich zum Beispiel an die Wüste von Terranigma denke, die Gobi-Wüste, meine Herren, das war nicht gerade feierlich, die Musik. Ihr habt sie also alle gefunden. Vielen Dank, hier ist eure Belohnung. Rasende Peitsche und Erfahrungspunkte, cool.
Da müssen wir doch glatt mal schauen, was die kann. Ne. Aber hier, nicht bei den Gegenständen, Mann. So. Boah! Na, das hat sich gelohnt. Ha. Sidequests for the win. Super, geil. Und jetzt holen wir uns auch noch das, was in der Kiste war. Vor der Wüste. So, und? Yeah! Arkane Rüstung! Wir haben keinen Magier dabei. Aber das sollte ja unerheblich sein. Moment, sie braucht noch was Cooles. 20! Boah! Schlecht wär's nicht. Sie kriegt ja ordentlich eine drauf grad. Setup-Wehr. So, wie viel Setup-Wehr hatte Tiaram? Hat jetzt weniger. Ist nicht schlimm. Oh Gott, ich hoffe, dass wir, falls Taya jemals uns komplett abhanden kommt, dass wir die komplette Ausrüstung wiederkriegen. Da hoffe ich einfach mal drauf. Nicht spoilern, Freunde. Das mag ich nicht. Spoilern. Wer mag schon Spoiler? Dafür ist ja die Überraschung da. Dann sind die Reaktionen auch echt. Das gefällt mir auch bei Let's Plays am besten. Wenn die Leute das vorher noch nicht gespielt haben. Oder eine überzeugende Show draus machen, das zum Beispiel anderen Dingen verpacken. Wie zum Beispiel, ja, das ist jetzt eine gute Frage, was ich da als Beispiel bringen will. Wenn man etwas schon kennt und noch mehr zeigen kann, vielleicht so viel. So ein bisschen Easter Egg Hunt machen. Dann ist es richtig cool, wenn die Leute das schon kennen. Ansonsten finde ich das so ganz witzig. Okay. Ach, wisst ihr was, wir ruhen uns nochmal schnell aus. Gratis Heilung. Und dann versuchen wir es vielleicht noch schnell dem Rätsel, das wir da oben gefunden haben. Obwohl, eigentlich interessiert mich die Höhle und dieses Loch links mehr. Ja, es ist beschlossen. Da gehen wir zuerst hin. So. Und wieder in die Wüste. So. Nein. Oh, was ist da? Ah. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wo sind wir? Ich glaube, wir sind genau da, wo ich hin wollte. Fast. Noch eins links und noch eins runter. Da gehen wir gleich rein. Und zuerst springen wir hier runter. Hüpf. Na, hoffentlich war das... Ich bereue meine Entscheidung sofort. Was sind das für Viecher und warum bewegen die sich nicht? Die Musik passt gerade überhaupt nicht. Oh Gott. Was soll... Sind die nett? Die wissen, die sehen, dass wir da sind. Okay, ganz vorsichtig. Ameise. Okay, die Riesenameise. Whatever, just roll with it. Ein großer Wurm unseren Bau bedroht. Nicht wissen, was zu tun. Seht ihr, ich wusste, wir müssen noch einen Wurm platt machen. Wenn euch dieser Wurm bedroht, dann tötet ihn. So schwach wir sind. Wir können euch vielleicht helfen, falls ihr uns dafür bezahlt. Was Mensch viel wert ist, wir nicht besitzen tun. Nur dieses Armband wir anbieten können. Das Armband hat eine gute Qualität. Was denkst du? Gut, wir helfen euch, diesen Wurm zu töten. In einer Höhle in der Nähe ihr Leben tut. Na, woher sind die inspiriert? Zumindest von der Sprache, ne? Ne? Wisst ihr's? Kein Durchgang für dich, das sein tut. Kein Durchgang für dich ist. Na, ich esse auch gleich irgendwas. So, Moment. Das legendäre Glasmesser. Legendär? Wirklich? Es heißt, es kann jedes Material zerschneiden und zersplittert danach in 1000 Stücke. Wir sollten es erstmal in dieser seltenen Pflanze testen. Excuse me? Welches... Was? 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 testen? Wenn wir es testen würden, dann wird es ja sofort kaputt gehen. Dann hat sich das ausgetestet. Das ist vermutlich auch ein Gegenstand. Ein Glasmesser. Okay, äußerst mysteriös, meine Freunde. So, bei unseren
neu gewonnenen Freunden hier verbleiben wir jetzt erst einmal und sehen uns das nächste Mal wieder bei Licht und Finsternis. Da schauen wir mal, von welchem Wurm sie gesprochen haben, wenn sie nicht gerade den gemeint haben, den wir eigentlich schon platt gemacht haben. Wie dem auch sei. Für noch mehr Videos klickt die Links hier unten und ansonsten bis zum nächsten Mal. Rock your life, everybody. Cheerio. Das sehr wichtig sein tut.